Ich bin heute in SW Seider und spreche zum Thema Steuerpolitik. Als Bundestagsabgeordneter möchte ich mich für eine fairere Steuerpolitik einsetzen. Hier liegt ein wichtiger Hebel, wie der Haushalt unseres Landes entlastet werden kann. Durch Steuerbetrug und legale Steuervermeidung verliert unser Staat jährlich in etwa 150 Milliarden Euro. Die SPD fordert, dass die Steueroasen und die Steuerhinterziehung massiv eingeschränkt werden. Die Skandale der letzten Monate haben gezeigt, dass deutsche Unternehmen mit daran beteiligt sind. Das alles kann nur durch internationale Verhandlungen passieren. Unser Kanzlerkandidat Per Steinbrück hat bewiesen, dass er bei diesem Thema der richtige Mann zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle wäre. Wo Merkel bereits bei den Verhandlungen mit der Schweiz eingeknickt ist, war er es, der sich gegen ein löchriges Steuerabkommen stark gemacht hat. Wo Merkel vor dem Kapital in die Knie geht, will Steinbrück das Kapital dazu bringen, seine Steuern zu zahlen, wie jeder Bürger und jede Bürgerin in unserem Land. An seiner Seite als Bundeskanzler möchte ich dieses Geld für die Bezahlung unserer Schulden verwenden und für Investitionen in die Bildung einsetzen. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiterhin durch unseren Wahlkreis und meine Themen.